Hans-Georg von der Marwitz. Familienvater, Landwirt, Lokalpolitiker und Bundestagsabgeordneter. Ein typischer Arbeitstag für Hans-Georg von der Marwitz. Auch heute wird er wieder an vielen Enden und Ecken des 900 Hektar großen Landguts präsent sein. Hallo Nils, hier ist der Hans. Servus. Wo seid ihr denn momentan? Oh. Ein Traktor ist mitten auf dem Acker im Matsch versackt. Ein typischer Unfall im Oderbruch, einem Landstrich, der einst zum Überschwemmungsgebiet der Oder gehörte. Im 18. Jahrhundert wurde das Oder-Delta trockengelegt, um seine fruchtbaren Böden nutzen zu können. Doch die großen Entwässerungskanäle des Oderbruchs sind alt. Die Folgen für die ansässigen Landwirte gravierend. Die systematische Verlandung dieser Gewässer hat dazu geführt, dass der Grundwasserpegel hier ständig gestiegen ist. Und jetzt haben wir eben mit diesem Drama hier vor Ort zu kämpfen und versuchen jetzt mit allen Mitteln auch eine öffentliche Diskussion zu führen, wie soll es hier im Oderbruch weitergehen. Friedersdorf ist seit dem 17. Jahrhundert der Stammsitz der Familie von der Marwitz. Nach dem Zweiten Weltkrieg werden sie enteignet, das Schloss von den russischen Besatzern abgerissen. Die Familienkirche liegt in Trümmern. 1989 besucht Hans-Georg von der Marwitz den Ort. Auf dieser ersten Reise lernte ich Friedersdorf kennen und war entsetzt vom Zustand des Dorfes, vom Zustand der Landwirtschaft, vom Zustand des alten Marwitzschen Besitzes. Und ich kann mich noch gut an das Telefonat, das ich abends von Berlin aus führte, mit meiner Mutter und mit meinem Vater. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich ganz klar zum Ausdruck brachte, Friedersdorf ist ein für alle Mal verloren. Nichts Schönes ist in diesem Ort, nichts Reizvolles, was mich dazu bringen könnte, hier in Friedersdorf Fuß zu fassen. Doch der Wunsch, die Familiengeschichte in Friedersdorf weiterzuschreiben, ist stärker. 1990 kauft der damals 29-Jährige das Land seiner Väter zurück und zieht mit seiner jungen Frau hierher. Sie leben zunächst in einem Wohnwagen. Willkommen sind sie nicht. Natürlich gab es auch viele, die Sorge hatten, dass die Vorurteile, die in 44 Jahren Infiltration von Junkernland in Bauernhand gewachsen waren, dass diese Vorurteile eben wahr werden könnten. Insofern gab es viele, die sagen wir mal schon, vielleicht nicht feindselig, aber doch sehr abwartend uns gegenüber waren. Doch schnell erkennen die Mitbürger, dass die Familie es ernst meint. Heute engagiert sich Marwitz in der Lokalpolitik und vertritt seine Region als Bundestagsabgeordneter. Nach den Sitzungen im nahen Berlin eilt er wieder aufs Land. Im ehemaligen Torhaus des Schlosses lebt er mit seiner Frau, seiner Mutter und seinen vier Kindern. Die Reste des Schlosses können Sie hier rechts anhand des Hügels noch erkennen. Mehr ist vom Schloss nicht geblieben. Wir selber sind sehr dankbar, dass wir heute nicht mehr in einem Haus mit den damaligen Ausmaßen wohnen müssen. Für uns stellte sich gar nicht die Frage, im Schloss zu wohnen oder nicht. Es war nicht mehr vorhanden und insofern sind wir sehr dankbar mit unserer jetzigen Behausung. Das Schloss ist Geschichte. Die kleine Ortskirche aber erstrahlt heute wieder in ihrem schlichten Glanz. Einen alten Kornspeicher stiftete der Landwirt dem örtlichen Kulturverein, dem er vorsteht. Heute beherbergt er ein Restaurant und Ausstellungen, die jährlich tausende Besucher nach Friedersdorf locken. Die Familie hat im Ort vieles wieder aufgebaut. Adel verpflichtet. Verpflichtung dahingehend, dass man zumindest, wenn man hier in Friedersdorf oder auf familiär gewachsenem Grund und Boden lebt, dass man die Verpflichtung erkennt, dass das, was ich heute verwalten darf, nicht zum Verzehr gesetzt ist, sondern zum Erhalt und zur Weitergabe in die nächste Generation. Hans-Georg von der Marwitz hat sein Erbe geregelt. Sein 18-jähriger Sohn soll das Gut übernehmen. Die jahrhundertealte Geschichte der Familie von der Marwitz. Sie wird in Friedersdorf fortgeschrieben.